Nummer 4. Ausziehbares Moskitonetz, ideal für Fenster und Fenstertüren mit Rollläden. Im geöffneten Zustand misst es 50 x 142 cm. Das Netz ist aus technischem Gewebe aus Fiberglas und PVC-Grau mit weißem Aluminiumrahmen und Bürste. Es ist sofort einsatzbereit und einfach zu installieren. Es ist eine praktische, mobile und langlebige Lösung, die direkt in die Führungen des Rollladens außerhalb des Fensters oder der Fenstertür eingesetzt wird, ohne die bestehende Struktur zu beeinflussen oder zu verändern. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Moskitonetz in ausziehbarem Rahmen der Marke Maurer sind aus doppeltem Rahmen in natureloxiertem Aluminium mit Bürste hergestellt. Das Netz ist aus Fiberglas gefertigt. Er ist ausziehbar, die Größe im geschlossenen Zustand ist 75 cm hoch und 100 cm lang. Im geöffneten Zustand ist er 75 cm hoch und 193 cm breit. Es ist sofort einsatzbereit, Sie müssen es nur noch vergrößern und durch Verriegeln mit dem Shutter positionieren. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Moskitonetze der Marke Blinky sind bis zu 132 x 50 cm ausziehbar. Die Montage erfolgt unter der Wandaufhängung, ohne dass Wände oder Rahmen angebohrt werden müssen. Das Netz besteht aus Fiberglas, während der Rahmen aus eloxiertem Aluminium gefertigt ist. Im geschlossenen Zustand messen sie 50 x 70 cm. Die Höhe ist fest eingestellt. Sie sind gut verarbeitet, einfach in der Anwendung und effektiv. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Dieses ausziehbare Moskitonetz aus eloxiertem Aluminium von Vigor misst 50 x 40 cm mit einer maximalen Ausdehnung von 92 x 40 cm. Diese Art von Moskitonetzen ist ideal für diejenigen, die keine Löcher in die Wände machen wollen, denn sie passen in die Nuten der Fensterläden und werden von diesen blockiert. Alle in diesem Produkt verwendeten Materialien sind bis ins Detail gut verarbeitet und funktionieren perfekt. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.